Am Donnerstag, den 7. Oktober 2021, wurde im Brauhaus zu Murau die Jahreshauptversammlung von Urlaub am Bauernhof abgehalten. Bezirksobfrau Anneliese Feil zieht Resümee. Urlaub am Bauernhof hat im letzten Jahr sicher sehr an Attraktivität und an Akzeptanz von Seiten der städtischen Bevölkerung erlebt. Und wir haben voriges Jahr bei Großteils der Betrieben ein Plus oder ein Umsatzplus gehabt, was in den letzten Jahren nicht nachvollziehbar war. Die Nachhaltigkeit bei den Betrieben und die Kleinstrukturiertheit und das Leben am Bauernhof hat für viele Urlaubsgäste wieder an Wert gewonnen. Und ich bin eigentlich auf unsere Vermieter sehr stolz. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Sie haben die ganzen Herausforderungen, ob jetzt Zoom-Schulungen, mit dem Internet aktiver tätig zu sein, die Herausforderungen haben sie voll angenommen und haben sich auch in dem großen Markt toll bewährt. Wie kann sich so ein kleiner Betrieb im großen touristischen Markt behaupten? Was würden Sie meinen? Ja, ich glaube, der Betrieb ist nicht alleine, weil er ist ja in der Organisation oder beim Bauernhof gut aufgehoben. Und da bieten wir auch jede Menge Unterstützung an. Also wir haben eine eigene Homepage, die jetzt gerade neu online gegangen ist. Da hat jeder Betrieb seine eigene Seite drauf. Und durch die große Vielfalt und die Plattform, auf der er präsent ist, wird er auch leichter gefunden. Und wir geben ihm auch jede mögliche Unterstützung, also wenn er jetzt Informationen braucht über die neuesten Trends. Es gibt ein großes Bildungsangebot, es gibt ein großes Beratungsangebot und da kann er einfach jederzeit auf Urlaub am Bauernhof, aber auch auf die Beratung der Landwirtschaftskammer zurückkommen. Wo liegen die zukünftigen Herausforderungen von Urlaub am Bauernhof im Bezirk, aber vielleicht auch landes- und bundesweit? Ich denke mal, danke, dass ich heute in Murau dabei sein darf. Da fahre ich gerne runter als Installer. Und ich sage mal, die Herausforderungen im bäuerlichen Tourismus werden sicher sein: Internet, WLAN-Anschluss und Buchungsmöglichkeiten bieten wir viele an. Das gibt es bei uns auch schon österreichweit. Jetzt haben wir gerade in Ausarbeitung die Vermieter-App, die ist auch seit ein paar Tagen online. Das sind Hilfestellungen für unsere Bäuerinnen und Bauern, dass wirklich mit dem Handy sehen, wer bucht, wer welche Belegsdaten noch frei sind. Das ist eigentlich die Unterstützung von der Organisation Urlaub am Bauernhof. Wir dürfen ja österreichweit 2000 Betriebe unterstützen. In der Steiermark sind es 400 Mitgliedsbetriebe. Und ich denke mal, wir sind wirklich die Organisation, die was unseren bäuerlichen Vermittlungsbetrieben hilfestellend beiseite steht. Wie würdest du meinen, wird sich der Urlaub am Bauernhof im Bezirk in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Ich glaube, dass Urlaub am Bauernhof gerade in unserem Bezirk sehr im Trend ist. Es zählt die Nachhaltigkeit. Wenn man schaut, allein die Murauer Brauerei mit dem nachhaltigen Wirtschaften. Und es sind so viele Sachen, die bei den Bauernhöfen direkt und natürlich gegeben sind. Sei es eigene Wasserversorgung, sei es die Streuobstwiesen, sind so viele Sachen, sei es, dass man eigene heimische Fische hat oder mit einem Reiturlaub. Und das sind von der Nachhaltigkeit, die eigentlich jetzt im Trend ist, sind wir, glaube ich, mit unseren Betrieben sehr gefragt. Eine Präsentation zum Thema Nachhaltigkeit der Brauerei des neuen Braumeisters Michael Göpfert umrandeten die Jahreshauptversammlung von Urlaub am Bauernhof.